Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 30. Oktober. Da es aber Gott wohl gefiel, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Galater 1, Verse 15 und 16. Das ist sicher das größte Erlebnis, das uns widerfahren kann. Dass der heute lebende Gott sich über uns erbarmt, Licht in unser dunkles Herz gibt und seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, in uns offenbart. Ehe das geschieht, kann man stundenlang über das Christentum reden und diskutieren. Und man fährt doch nur mit der Stange in dem Nebel herum. Wie ist denn das nun, wenn Gott seinen Sohn in uns offenbart? Da erkennt man das Zentrum des Evangeliums und versteht, wie nötig es ist für unser Leben und wie wunderbar es ist. Luther hat dies Zentrum des Evangeliums einmal herrlich in ein paar Sätzen ausgesprochen. Christus ist vom Himmel herabgestiegen und hat von Gott alle Süße, alle Barmherzigkeit gesagt, nämlich dass der Vater unsere Sünden vergeben habe. Und danach ist er wieder hinaufgestiegen zu Gott und hat Gott wiederum alles Gute von uns gesagt, nämlich: Vater, Sie haben keine Sünde mehr, ich habe sie auf mich geladen am Kreuz und weggenommen. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Solange Gott seinen Sohn noch nicht in uns geoffenbart hat, ist das alles für uns unverständlich. Wir sind wie ein Tauber, der in einem Dom kommt, in dem ein Organist herrlich spielt. Aber wenn Gott in uns sein Werk beginnt, dann ist es, wie wenn plötzlich dem Tauben die Ohren aufgetan würden und er vernehme entzückt die herrlichen Klänge. Ja, genauso ist es, wenn Gott seinen Sohn in uns offenbart. Herr, tue auch unsere Ohren, Augen und Herzen auf, dass wir deinen Sohn erkennen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.